Hallo liebe Freunde des Schießsports. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man eine Magazinbegrenzung bei einem Magpul-Magazin der Generation 3, ein PMAG-Magazin, selber bauen kann. Ihr wisst ja, sportlich gesehen darf man nur ein Magazin benutzen, in das 10 Patronen passen. Ich will das auch nicht zur Diskussion stellen, da gibt es sicherlich unterschiedliche Auslegungen. Ich reduziere meine Magazine, ich benutze ein 20er gerne, weil es besser zu greifen ist, falls mal eine Störung an der Waffe ist, als ein 10er. Und wie gesagt, man kann für teuer Geld, 5-6 Euro das Stück, Magazinbegrenzungen kaufen oder man baut sie, wie hier zu sehen, aus einem Holzstückchen und zwei Schrauben selber. Das Holzstückchen ist jetzt inklusive der Schraube 85 mm lang. Ich hatte kein anderes Holzstückchen da und habe mir deshalb die Lösung mit der Schraube hier oben einfallen lassen. Man kann es dadurch auch feiner einstellen, wenn man es einmal dran gebastelt hat. Von unten ist das Holzstückchen auch mit einer Schraube befestigt. Die Bohrung ist in dem Magazin schon vorhanden. Ich habe es lediglich mit einem Senker noch ein bisschen 45 Grad angeschränkt, damit die Schraube besser versenkt ist. So, ich baue das jetzt zusammen und dann zeige ich euch, wie es aussieht mit dem Laden. So, hier geht das Ganze weiter. Eine Patrone ist schon im Magazin. Das ist die zweite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Man sieht, man kann jetzt hier schon nicht mehr tiefer drücken. Und die 11. Patrone, die ich hier habe, ja, selbst mit bestem Willen passt die nicht mehr rein. So, das war's schon. Allzeit wünsche ich euch gut Schuss und bis zum nächsten Mal.